ich es wieder an, so. Ich mache ja immer Sprachtandem. Ich treffe mich sozusagen mit Japanern, die hier bei mir in der Stadt wohnen und wir lernen zusammen die Sprache. Und letztens habe ich von meinem Tandempartner japanische Süßigkeiten und Instant-Essen bekommen. Und weil ich schon genug über Süßigkeiten geredet habe bisher, dachte ich, ich zeige euch mal ein bisschen von dem Instant-Essen-Zeug. Und da habe ich hier einmal Ochazuke. Das ist so eine Art Reisgewürz. Also das heißt, man kocht einfach den Reis ganz normal. Dann gibt man dieses Gewürz drüber und gießt nochmal Wasser drauf. Man kann da irgendwie wohl noch Fleisch und irgendwie Lauchzwiebeln oder irgendwelches anderes Gemüse mit reinmachen, wenn man das will. Man kann auch Lachs drüber machen. Das soll auch sehr, sehr gut sein. Und dann habe ich hier noch Instant Miso-Suppe sozusagen. Das ist einmal Miso-Paste und ich bin so froh, dass ich endlich mal Miso-Paste habe, weil hier in Deutschland ist Miso-Paste irgendwie ganz schön teuer. Jedenfalls da, wo ich sie bisher gesehen habe, war sie immer sehr, sehr teuer und deswegen war ich voll froh, dass ich hier so zu diesem Instant-Zeug auch Miso-Paste dazu bekommen habe. Das heißt, ich kann damit Miso-Suppe machen. Und das hier ist sozusagen wie in so einer 5-Minuten-Terrine halt getrocknetes Gemüse und so. Und das ist jetzt Wakame. Also sozusagen Algen oder sowas, aber ich schaue einfach mal, was dabei rauskommt. Das ist halt sozusagen nur das, was dann in der Miso-Suppe drin ist. Man könnte halt eigentlich auch die Miso-Paste alleine zubereiten und dann halt frisches Gemüse oder so reinmachen. Aber wenn ich das hier einmal habe, dann mache ich das auch. Man gibt sozusagen einfach dieses Gemüse in eine Schüssel, macht dann heißes Wasser drauf und gibt die Miso-Paste dazu. Und das werde ich jetzt alles zubereiten. Und da sind wir auch schon bei mir in der Küche angekommen. Als erstes habe ich mir einen Topf geholt und zwei Tassen, um Reis zu kochen. In die eine Tasse mache ich jetzt zunächst erstmal Reis rein. Und in die andere Tasse mache ich dann ungefähr anderthalb Mal so viel Wasser rein, wie ich in die erste Tasse Reis hineingefüllt habe. Einfach damit das dann nicht zu viel Wasser ist. Und dann gebe ich natürlich noch ein bisschen Salz mit rein. Dann kommt da noch ein Deckel mit drauf und dann muss das Ganze erstmal eine Weile kochen. Und währenddessen können wir mit dem Wasserkocher nebenbei schon mal 1 Liter Wasser noch kochen. Hier haben wir als erstes eine kleine Schüssel für die Miso-Suppe. Da geben wir als erstes das Wakame rein. Also die drei Hiragana heißen Wakame, was die Kanji bedeuten, weiß ich leider nicht. Und ich hatte wie immer mal meine Schwierigkeiten, das Ganze aufzubekommen. An der Seite sind extra schon so Pfeilchen dran gewesen, um das aufzumachen, aber irgendwie wollte mir das nicht so richtig gelingen. Aber irgendwann habe ich es dann doch geschafft und konnte dann mein Gemüse endlich in die Schüssel geben. Dann kommt auf das Ganze einfach heißes Wasser drauf. Und dann sieht man schon, dass das Instant-Gemüse auch so ein bisschen auseinander geht. Und dann machen wir einfach die Miso-Paste mit rein. Das Ganze sieht immer ein bisschen eklig aus, diese braune Paste, aber ich muss euch sagen, das schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es gerne mal aus und lasst euch von diesem Anblick nicht abschrecken. Dann wird noch ein wenig umgerührt und schon ist die Instant Miso-Suppe fertig. Für das Ochazuke habe ich eine etwas größere Schüssel geholt, in die ich erstmal den Reis hineingebe. Dann geben wir einfach wieder den Tüteninhalt hinein. Ein bisschen Wasser dazu. Und dann wird das Ganze auch noch umgerührt.
Und dann ist auch das Ochazuke fertig. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich das zubereitet habe. Ich werde euch jetzt nicht unbedingt zeigen, wie ich das esse, aber ein Fun Fact habe ich noch. Das ist ja Miso-Suppe. Im Deutschen sagt man ja, man isst Suppe. Und wir essen Suppe ja auch mit dem Löffel ganz normal, sage ich mal. Aber im Japanischen sagt man, man trinkt Suppe. Man benutzt nicht das Verb taberu, also essen für Suppe, sondern man benutzt das Verb nomu, also trinken. Und ja, das kommt daher, weil Japaner ihre Suppe auch wirklich trinken und nicht essen. Eher im seltenen Fall benutzen sie einen Löffel und deswegen trinken sie ihre Suppe. Und zwar nämlich ganz normal so. Ja, und diese Instant-Miso-Suppe ist wirklich sehr lecker. Also ich bin gar nicht so der Fan von Instant-Essen, weil das immer relativ chemisch schmeckt, aber diese Instant-Miso-Suppe ist wirklich sehr lecker. Ich bin sehr froh, dass mein Tandempartner mir die sozusagen mitgebracht hat. Ich werde das jetzt essen, bevor das kalt wird. Und wie ihr gesehen habt, hatte ich da noch ein paar Matcha-KitKat liegen, die habe ich auch bekommen. Und dann habe ich hier noch die Sachen, das sind sozusagen Cracker mit verschiedenem Geschmack. Das sind vier verschiedene Geschmackssorten, einmal Ebi, also dieses Fischzeugs, wenn ihr das kennt. Goma, weiß ich jetzt gerade nicht, was Goma ist. Shoyu ist, glaube ich, Salz oder Pfeffer. Ich glaube, Shoyu ist Salz. Und dann Nori, also diese Algenblätter. Mal sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich die alle essen werde, aber ich wollte die euch auf jeden Fall zeigen, weil die finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Und ich lasse mir das Ganze jetzt schmecken, bevor es kalt wird. Und dann euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Taberu! Nomu!